Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist hier, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Wir sind hier jetzt in der Ära von Toscan II. Und hier ist es so, dass der König sehr viel Macht verloren hat. König hat nichts mehr zu sagen, Wissenschaft und Zauberei herrschen über die Stadt Tauras. Was mit Toscan II. Jetzt letztendlich ist, wissen wir gar nicht. Wir wissen nur, dass die Zauberer alles übernommen haben. Kein gutes Omen. Wir müssen uns da jetzt reinwagen. Du hast die modernen Armbrustpfeile erhalten. Richten noch mehr Schaden an. Um sie zu benutzen, musst du sie auswählen. Ja, die normalen reichen mir erstmal. Die machen doppelten Schaden oder so. Richtig cool. Mann, ich muss meine Rüstung reparieren. Wisst ihr, wo das billiger ist? In der ersten Ära. Da werden wir gleich hingehen. Guten Abend, schöner Fremder. Seid willkommen. Ich hoffe, dass euer Aufenthalt in Tauras angenehm sein wird. Ihr kommt hier in eine Stadt, wo es sich gut leben lässt. In Tauras werdet ihr eine Stadt entdecken, die allen neuen Wissenschaften offen gegenübersteht und die für ihre militärischen Talente berühmt ist. Okay. Danke für das Intro, aber ich mache mir selbst gerne ein Bild. Also nichts mehr rein. Hype. Du weißt, was zu tun ist. Oh Gott. Here we go. Ich werde jetzt aber nochmal in die Ära des ersten Toscan gehen, weil, ja, ich sag mal so, der Schmied will uns hier so ein bisschen übers Ohr hauen. Und ich will diese Wucherpreise nicht wahrhaben. Schwegen. Wie spart mein Geld in Hyped Time Quest? Einfach in die Ära des ersten immer zurückgehen. In die Ära des ersten zurückgehen. Super. Perfekt. Nur einmal kurz die Rüstung reparieren. Vielleicht noch einen blauen Trank kaufen. Na, will ich. Das braucht er eigentlich schon, ne? Aber ich kaufe keinen blauen Trank. Ich muss einfach besser spielen. Just get good. Fürs Militär ist nicht zu schwer. Der Typ, ey. Ist wie so eine Schallplatte, wiederholt sich die ganze Zeit. Wir sind wahrscheinlich auch der einzige Kunde von dem. Zum Glück. Stell dir mal vor, der müsste das jetzt immer wieder aufsagen. Nee, ich will ja nicht zurück. Ich kaufe jetzt zwei blaue Tränke. Oh, ich hoffe, die waren jetzt nicht so teuer. Wenn doch, dann war ein Problem. Trefft eure Wahl! Na gut, du Abzocker. Ich hoffe, du erstickst an dem Geld. Trefft eure Wahl. Oh. So, zwei Tränke gekauft. Zwei blaue Tränke müssen aber wirklich ausreichen. Theoretisch können wir die auch erfahren. Ich kann das Rennen in der Toscan Ära 1 immer wiederholen. Kriegst du einen roten Trank. Habe ich damals gedacht. Ah, kommt schon. Kriegen wir das auch so hin. Und ihr seht es, 0 von 10. Das Bienenjagen geht schon wieder los. Ach nö. Sieh mal einer an. Ein fremder Ritter. Guten Abend. Ihr seid sicher da, um euch im Park der Tapferen einzuschreiben. Ah, die Träume eines Ritters. Schatzkammern voller Juwelen, blitzende Rüstungen. Ein guter Rat, Ritter. Nehmt euch vor Senecal in Acht. Seine Waffen sind fürchterlich. Schon wieder ein Ritter, vor dem wir uns hüten müssen. Was ist denn hier los? Auch in der zweiten Ära. Sind wir nicht sicher. Wisst ihr, wer noch nicht sicher ist? Die Bienen. Drops. Auch direkt zwei zum Preis wollen. Bald hier im Eingangstor. Das ist schön. Guck. 2 von 10. Soll ich jetzt mal die Wucherpreise hier vorstellen? Ich habe eben 35 für den blauen Trank gezahlt. Der natürlich auch rote. Aha, ein fremder Ritter. Das ist mal etwas anderes als ewig dieser Ragott. So, die Geschäfte gehen gut. Und das wird auch für euch von Nutzen sein. Ich spare nicht an der Qualität. Ihr werdet es mir bestätigen. Treffen 10 Plastiks mehr. Guck, wir haben 20 Plastiks gespart. Weil er back in time ging. Aber der hat halt rote Tränke, die brauchen wir. Die erfahre ich lieber bei den Schuhtypen. Was will ich so nötig haben?
Und die Atmosphäre ist hier so richtig schön, richtig romantisch. Alles so dunkel und abendlich. Ich finde das so toll. Deswegen ist es auch meine absolute Lieblings-Ära. Die Story ist hier am besten, die Abwechslung vom Gameplay ist hier am besten. Zweite Ära, beste Ära. Also wenn ich das Spiel jetzt hier nicht zusagt, kann ich euch auch nicht helfen. Aber besser wie jetzt nicht. Nicht, dass ihr jetzt wieder die Bienen in jeder Ecke übersehe. Das war ein bisschen katastrophal in der Ära von Tuscany des Ersten. Aber vielleicht läuft es hier besser. Die ersten zwei haben wir ganz gut bekommen. Aber jetzt hört es auch schon wieder auf, ne? Oh nee, ich sehe keine Bienen, nichts. Ja, und Saragot, das war das Kind, was früher hier im Hühnerstall war. Jetzt bin ich zu Alchemisten geschafft. Wo wohne ich doch noch? So was, ein fremder Ritter. Ihr haltet mich für verrückt? Beurteilt mich nicht falsch. Ich arbeite für Ragot, den Leiter der Alchemisten im Labor. Und jetzt habe ich seltsame Visionen. Ich sollte Pflanzen sammeln im Wald. Für Ragot. Karl hat an den Pilzen genascht. Dann habe ich die Pflanzen zu Ragot in sein Labor gebracht. Da geht was Merkwürdiges vor. Ich bedauere die Gefangenen. Besonders den, den sie Gustus nennen. Aha. Im Labor ist es Gustus, den sie am meisten fragen. Es ist zum Verrücktwerden. Der ist irgendwie lustig. Kennt jetzt euch im Real Life auch an. Beziehungsweise über das Internet. Jemand, der auch so ein bisschen crazy ist wie der Typ. Aber der hat, glaube ich, an den Pilzen gerochen. Ihr wisst ja, mit Pilzen kann man auch irgendwie so eine Art Drogen herstellen. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber ich habe die Gerüchte gehört. Ich glaube, der hat an den Pilzen gerochen oder gezogen, whatever. Monitor im Publikum. Tuscany II ist mit seiner Armee aufgebrochen, um in der Fremde neue Verbündete zu finden. Ah, und deswegen haben die Magier hier die Kontrolle. Das ist die Info, die ich tatsächlich wollte. Während seiner Abwesenheit sind alle Bürger dazu aufgerufen, im Falle eines Überraschungsangriffs die Stadtwachen aktiv zu unterstützen. Tuscany II erwartet, dass alle fremden Gastfreunde hier empfangen werden. Okay, das ist das Gegenteil von den Ersten. Tuscany I hat ja was gegen Fremde gehabt, die er verscheucht. Ritter, zu mir zu kommen war eine gute Entscheidung. Wir schmieden das Beste für die Besten. Meine herkömmlichen Bolzen werden in Paketen zu je 20 verkauft. Die neue Bauart in Paketen zu je 5. Trefft eure Wahl. Der hat so eine richtige Werbestimme, finde ich. Trefft eure Wahl. Schlagen Sie jetzt zu, rufen Sie jetzt an. Und sichern Sie sich noch ein extra Paket Bolzen. Ich weiß nicht, jetzt so eine richtige Werbestimme. Apropos, was ist eigentlich mit dem Bienen? Sag mal, erst habe ich so gedacht, oh mein Gott, das wird ja richtig gut laufen. Zwei Bienen direkt am Anfang, jetzt finde ich gar keine mehr. Res Historica. Tauros ist vor unserem großen König Tuscany I. gegründet worden. In den ersten griechischen Jahren ihrer Existenz ist Tauros zu einer befestigten Stadt ausgebaut worden. Bewohner von Tauros sind stolz auf ihre Stadt. Tuscany II. Wünscht, dass Tauros allen Reisenden eine sichere Zuflucht bietet. Sie wäre ja gut dabei. Ich werde mal nicht in Kerker geschmissen, ich werde mal nicht rausgeworfen. Ich werde mal toll empfangen. Ist doch klasse. Was nicht klasse ist, dass ich keinen einzigen Bienen finde. Was ist denn hier los? Kann nur sein, dass die jetzt auch noch im zweiten Bereich der Stadt sind. Dass es diesmal ein bisschen besser verteilt ist. Aber so blind kann ich ja nicht sein. Ich glaube, da waren Bienen. Nee, das waren nur die Fenster. Och Mensch. Die auch gelb sind. Bienen, 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 Bienen. Und diese Bienen, die erscheinen sich mal, ja. Ach, hier sind sie. Komm, nimm die Armbrust. Da hinten sind noch mehr.
trotzdem, die Ausbeute ist echt lächerlich schlecht. 3 von 10. Oh. Guck, ich muss erst wieder rumjammern und mich beschweren. Dann kriege ich das auch hin. Ist halt immer so. Da möchte ich jetzt noch nicht lang. Lass mal hier gucken. Komm, mir ist nur so vor, ist die Stadt wirklich größer geworden. Ist sie halt wirklich? Guckt euch das an. Das war vorher nicht da. Ach, guck mal, wie viele Bienen hier sind. Den habe ich zu früh gepanickt. Guck. Kriegen wir das so locker hin. Hallo, Hype. Hey, die Steuerung geht nicht mehr. Doch jetzt. Komisch. Ihr merkt schon, das ist alles so mit Alchemie und Zauberei verhunzt, die Stadt. Guck, hier gehen irgendwelche Rohre lang. Das war vorher alles nicht da. Seltsam. Hm. Sicher, dass hier nichts mehr ist? Sehr sicher. Hoffe ich. Okay. Ach, Mensch. Was hast du zu sagen? Wir müssen leise sein, Ritter. Ich erkenne euch. Ihr seid derjenige, der das königliche Juwel gestohlen hat. Euer Gesicht ist auf einem Steckbrief zu sehen. Ich glaube, ich weiß, was ihr hier sucht. Euren Freund, den Alchemisten, Gustus. Woher ich das weiß? Na, wenn ich mir 20 Plastiks gebe, erzähle ich euch alles, was ich über euren Freund weiß. Ich hoffe, du erstickst an dem Geld. Danke. Euer Freund wird von Ragot, dem mächtigsten Zauberer der Stadt, festgehalten. Er ist im großen Laboratorium. Ich weiß das, weil ich dort arbeite. Ragot hält sich immer in seiner Nähe auf. Er ist scharf darauf, ihm seine Geheimnisse zu entreißen. Besonders die über euch. Möchtet ihr in das Laboratorium gelangen? Es ist ganz einfach. Folgt nur den Rohren. Guten Abend, Ritter. Guten Abend. Was ein komischer Typ. Ich habe eigentlich andere Sorgen. Ich will den Rohren lang. Ich will jetzt Bienen töten. Mann. Oh, und die blöden Bienen. Oh, ist das kacke. Ich finde die nicht. Ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt durchkommt. In der Ära, doch. Gucken, ob hier auch noch die Bienen sind. Wenn nicht, erkunden wir erstmal die Stadt. Ich wollte jetzt sowieso nicht direkt zu Ragot gehen. Gustus muss man so ein bisschen warten. Die Stadterkundung ist mir wichtiger. Nee, hier sind keine Bienen. Oh, ist das kacke hier. Kognition ist. Der Park der Tapfern ist eine weitere Konstruktion des Architekten Bolduc. Der Park wurde während der Regierungszeit des Königs Tuscan II. Eingeweiht. Park der Tapfern ist ein Ort, wo die Tapfern ihr Talent zur Schau stellen können. Prüfung besteht, hat das Recht, zum Ritter des Königs geschlagen zu werden. Wir bestehen bestimmt die Prüfung. Nichts wie rein. Ja, Kognoska ist halt erkennen, also so Erkenntnis. Hallo, rein da, Park der Tapfern. Ich bin voll tapfer, ich bin Ritter Hype. Natürlich gehe ich da rein. Und noch tapfer als das geht's nicht. Aber ich bin nicht tapfer genug, die Bienen zu finden. Mann, wo sind die? So schlecht, die Ausbeute. Stopp, Ritter. Für wen hältst du dich? Um in den Park der Tapferen einzutreten, muss man einen Passierschein der Burgwache haben. Geh, hau ab. Verschwinde. Aber du bist ein Fremder. Aha, jetzt verstehe ich alles. Nun gut, ich werde dir erklären, was dir passiert, wenn du mich angreifst. Erstens, du wirst dich lächerlich machen. Und zweitens, du kommst niemals hinein, weil ich der Einzige bin, der hier entscheidet. Und wenn ich dich so ansehe, glaube ich, dass du noch einen weiten Weg vor dir hast, ehe du dich mit mir oder dem Gladiator anlegen kannst. Seltsamer Typ, oder ist dieser Seneca? Vor der haben wir uns ja schon gewarnt. Ja, nimm dich in Acht, der ist ganz gefährlich. Lalala. Herr Park der Tafeln, können wir ja später rein. Aber ich wollte euch das schon mal zeigen. Und euch diesen komischen Ritter schon mal vorstellen. Der Typ hat sie nicht mal alle.
Viele Charaktere in dem Spiel. Der voll überschwitzt, crazy. Und I love it. Ja, was ist das? Mit Rollenspiele synchronisieren, mache ich das auch mal überspitzt. Soll auch schon ein bisschen lustig und charakterstark sein. Na, werte Dame? Ihr da! Ihr seid der Mann auf dem Steckbrief. Der, der gesucht wird. Der Dieb des königlichen Juwels. Ah! Verschwindet! Das königliche Juwel. Haben die Mönche die ursprünglich geklaut? Was ist das für eine doofe Kuh, ey? Jetzt haut die wirklich ab. Ah! Ja, da hau halt ab, du dumme Kuh. Hier. Quäsitus Charon. Hauptmann der Räuber des Waldes. Viele Delikte für schuldig befunden. Vom Diebstahl bis zum Überfall auf Ritter und notorische Wiederholungstäterin. Mehrfach aus den Kerkern der Festung ausgebrochen. Wer Hinweise zur Ergreifung Charons besitzt, ist angehalten, die Wachen des Königs Taskans des Zweiten zu informieren. Belohnung 8000 Plastiks. Das waren gar nicht wir. Fremder Ritter, früher unter dem Hype bekannt, das sind wir. Hat das königliche Juwel das Symbol der Herrscher von Taskans Erstens gestohlen. Diesem Juwel sollen unbekannte Kräfte innewohnen. Diese Kräfte können unsere Alchemisten bei ihren Forschungen von Nutzen sein. Wer entsprechende Hinweise zum Fall Hype und zum königlichen Juwel hat, ist gehalten, die Verantwortlichen des großen Labors zu informieren. 7000 Plastiks sind weniger wert als die Diebesmeisterin. Nein, warum? Aber ich hab doch Kranzlack besiegt und den fetten Mönch. Aha, seht mal an, ein fremder Ritter kommt in meine Herberge. Ah, so ist das. Taskan der Zweite wird ja zufrieden sein. Der hat die Fremden ja so gern. Ich frage mich, ob der die Fremden nicht mehr liebt als seine eigenen Untertanen. Ah nein, noch nicht. Schweigt. Ich habe Sehnsucht nach der Zeit, wo man gegen das Kloster kämpfte. Da waren wir wenigstens unter uns. Ich zieh ins Feld, wie Taskan der Zweite zu sagen pflegte. Um andere Kulturen kennenzulernen, habt ihr gesagt. Sowas? Ist es hier nicht gut genug? Dem werde ich zeigen. Na, sind wir denn nicht intelligent? Schweigt still! Hey da, ein Laboratorium für die Wissenschaft. Oh, ein Park der Tapferen für die Ritter. Wollt ihr wohl ruhig sein? Oh, Taskan der Erste, wo bist du? Genug, ihr Schluckspechte da drüben! Hier beleidigt keiner Taskan den Zweiten. Noch ein Wort und ich rufe die Wache. Unser König ist ein großer König, während sein Vater Taskan der Erste nur ein Tyrann war, der nur an die Vergrößerung seiner Macht dachte. Ihr solltet diesen Fremden willkommen heißen. Ich bin geschmeichelt, dass er meine Stadt und meine Herberge gewählt hat. Tretet näher, Ritter. Dieses Haus ist das eure. Das ist tatsächlich ein bisschen kritisch zu beäugen, ne? Das Spiel ist zwar super alt, da gab es diese Flüchtlingsthematik noch nicht. Aber irgendwie muss ich da in die Flüchtlingsthematik denken. Ich habe ja nichts dagegen, wenn Flüchtlinge oder Fremde nach Deutschland kommen. Überhaupt nicht. Ich überhaupt nicht. Aber es gibt ja immer rechtsextreme Leute oder... Weiß nicht. Es gibt Leute, die sagen auch so, sollen zurück in ihr Land gehen oder so ein Scheiß. So kommt mir das gerade vor, ne? So, früher war alles besser, bla bla bla. So sind die. Riesige Leute, die Flüchtlinge hier nicht haben wollen. Finde ich ein bisschen seltsam. Ich muss da wirklich gerade dran denken. Ich habe überhaupt nichts gegen Flüchtlinge. Aber die beiden wahrscheinlich schon. Gottes Willen. Tatsächlich voll serious business, ey, das Thema. Ich bin Martel, der Wirt. Ritter, akzeptiert meine Entschuldigung für diesen Empfang. Taskan der Zweite erforscht unbekannte Gebiete und diese zwei Säufer nutzen seine Abwesenheit, um ihn zu kritisieren. Der König hat die
Entwicklung der Wissenschaft begünstigt, indem er ein Astrolabor bauen ließ. Und er zwingt die Ritter nicht mehr mit Gewalt zum Kriegsdienst. Die Stadt hat jetzt einen Park der Tapferen für diejenigen, die zum Ritter geschlagen werden wollen. Nee, ich darf aber da nicht rein. Aber jeder hat natürlich das Recht auf seine eigene Meinung. Also, wenn ihr essen möchtet und eure Kräfte wieder gewinnen, dann müsst ihr mir Plastiks geben. Und als Willkommensgeschenk 90. biete ich euch ein Zimmer gratis zum Schlafen und zur Erholung an. Mein Zimmermädchen bereitet das Zimmer auf der ersten Etage vor. Das ist ja lieb, ne? Das ist übernachten nichts kostet, aber das Essen ist halt völlig. Letztens war schon ein 10-Gänge-Menü, jetzt ein 20-Gänge-Menü, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall nochmal diese Flüchtlingsthematik. Ich finde halt, jeder Mensch sollte super behandelt werden. Wenn die halt eine scheiß Vergangenheit haben, die irgendwo hin müssen, sollten die auch irgendwie gut behandelt werden, egal wo die hinfliehen. Ob es jetzt Deutscher ist, ein anderes Land, ich weiß nicht. Jeder Mensch verdient ein bisschen lieber. So, auch fremde Ritter, ihr Vollidioten hier. Hör nicht auf Martell, Ritter, der ist naiv. Wieder redet. Beendet. Aber warum? Die Mönche leben jetzt als Einsiedler. Und man sagt auch, dass im Laboratorium Dinge vor sich gehen, die nicht koscher sind. Ich bezweifle, dass der König seine Alchemisten unter Kontrolle hat. Und der Park der Tapferen, da versteckt der König seine Juwelen und alle seine Schätze. Der Pförtner Sinekal ist stark. Seine Waffen sind furchteinflößend. Ich habe Angst, dass sich eines Tages die Männer des Parks der Tapferen gegen den König stellen werden. Meinst du? Soll ich dir mal sagen, ich konnte da nicht rein, weil der Sinekal mich da nicht reingelassen. Echt, was hat der für eine Synchro? Du bist ein Ritter, nicht wahr? Und du findest das normal, dass es dem König nicht gelingt, Ordnung in seinen Wald zu bringen? Die Räuber werden immer stärker. Ich bin sicher, dass ihr Hauptmann Charon viel intelligenter ist als der König. Eines Tages werden die Räuber die Juwelen aus der neuen Schatzkammer im Park der Tapferen stehlen. Man sagt, dass sie sich schon darauf vorbereiten. Sie werden Taskan den Zweiten zum Gespött der Leute machen und dann haben wir Bürgerkrieg. Ja, aber da hatte der Typ tatsächlich recht. Dem gebe ich recht. Weil die Räuber sind ja wirklich super stark geworden. Wir wurden ja auch im letzten Part überfallen von richtig vielen Räubern und es war echt nicht easy. Schon so viele Räuber. Boah, war das hart. Guten Abend, Ritter. Das Zimmer ist fertig. Ach, verzeiht meine Verwirrung. Ihr erinnert mich an meinen verschwundenen Mann. Nein, nicht was ihr glaubt. Das ist... Ihr werdet es verstehen. Eines Tages hat der König von einem seiner Feldzüge eine wundervolle Rüstung mitgebracht. Man erzählt, dass er sie in einer verlorenen Stadt gefunden hätte. So wie ich sie in Erinnerung habe, würde euch die Rüstung wie angegossen passen, in der Form wie auch in den Farben. Nach seiner Rückkehr hat Taskan der Zweite sie in der Schatzkammer des Parks der Tapferen versteckt. Als mein Mann die Rüstung gesehen hat, hat er ständig davon geträumt und hat sich schließlich im Park der Tapferen anwerben lassen. Er hoffte, ihn mit der Rüstung verlassen zu können. Ich habe ihn niemals wiedergesehen. Man sagt, dass er von den drei Köpfen verschlungen wurde. Das Zimmer ist fertig, Ritter. Oh, die Arme. Ich glaube, der Park der Tapferen ist tatsächlich ein zweistelliges Schwert. Ich glaube, ihr Mann hat sein Leben gelassen. War wohl nicht tapfer genug. Was ist das denn hier, eine Katze? Miau. Vor Hype. Willst du echt auf die Katze springen? Boah, du Tierquäler, wenn das die Peter-Tierschutzorganisation sieht. Na gut. Ist ja nicht für den Raum. Hä, da ist ja noch ein Girl. Hallo. Das Zimmer ist fertig, Ritter. Ach so. Das ist mein Raum. Gut. Dann machen wir jetzt zuerst einen Cut der Rest der Stadt, wenn wir beim nächsten Mal erkunden. Sowie natürlich auch alle Bienenstöcke. Die werde ich holen. Selbst wenn es ein Schneidefierster Deluxe wird. Ist mir egal. Die wollen wir zusammen. Und ja, vielleicht brechen wir schon auf, um Gustus zu retten. Wir schauen mal. Gut, ihr Lieben.
Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!